Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen Bastelanleitung-Video für euch. Diesmal machen wir tatsächlich eine Karte. Ich habe diese Karte als Inspirationskarte für The Paper Shelter gemacht. Ich bin im Designteam, deswegen auch die Verlinkung mit Werbung an der Stelle. Das heißt, ich bekomme die Motive zur Verfügung gestellt, bastel damit und zeige euch damit und inspiriere euch damit. Was ihr da raus mitnehmt, ist euch überlassen. Ihr müsst ja nicht diese Motive verwenden. Ich finde es aber schon interessant, zu sehen, was andere basteln. Ich habe mir das Papier zurechtgeschnitten, dass das halt auch durch meine Stanz- und Prägemaschine durchpasst. Und als Grundfläche habe ich mich für die neuen Basic Shapes von Action entschieden. Das sind Kreise und das größte Kreis hat sogar eine Wellenkante. Das fand ich ganz hübsch und das möchte ich halt als Kartenrolling benutzen. Und deswegen habe ich das jetzt aus Aquarellpapier ausgestanzt. Aquarellpapier auch, weiß von Action. Für die kleinste Schicht, das ist dann quasi das Designpapier, habe ich ein Stück Schmierpapier verwendet. Das ist dünnes Druckerpapier, 80 Gramm. Das werde ich als Grundlage für meine Papierstreifenreste verwenden. Hier hatte ich das zu sehr an den Rand gelegt, deswegen ist es nicht vernünftig durchgestanzt. In der Mitte platziert wäre es nicht passiert, aber ja gut, ist nicht schlimm. Das war nur eine Kante, die konnte ich nachschneiden und außerdem ist das nur ein bisschen Druckerpapier. Für das zweitgrößte Kreis oder für die zweitgrößte Kreisstanze habe ich mich entschieden, ein Stück Tonpapier zu verwenden in Rot. Das habe ich dann halt auch ausgekurbelt, gelernt aus dem vorherigen Kreis, weiter in der Mitte gesetzt. Und so ist meine Schicht sozusagen schon mal vorbereitet. Ich schneide meine Papierreste mal auseinander und behalte sie trotzdem. Also wie gesagt, bis auf den letzten Zentimeter wird in der Regel alles benutzt bei mir. Ich habe mit Hilfe von einem Lineal und von einem Bleistift mir eine Hilfslinie angezeichnet, im 90-Grad-Winkel eine Parallellinie gezogen, damit ich dann meine Streifen gerade ausrichten kann. Wie ihr seht, auch solche dünnen Streifenreste werden nicht weggeschmissen und ich behalte sie und habe sie nach Farben sortiert. Das heißt, wenn ich mal mich entscheide für irgendeine bestimmte Farbe, kann ich die direkt verwenden und muss nicht erst weitere Schnipsel produzieren. Mit Distress Vintage Foto und einem Fingerschwämmchen habe ich dann die Kanten eingefärbt. Und mit einem Klebestift, keine Überraschung, auch von Action, klebe ich dann Streifen für Streifen, bis ich den ganzen Kreis befüllt habe. Jetzt fragt sich der eine oder andere, Klebestift, das klebt nicht wirklich gut. Es dient eigentlich grundsätzlich nur als leichtes Klebemittel, damit ich halt später hinterher noch das Ganze mit meiner Nähmaschine durchnähen kann, damit ich meine Nadel nicht versaue. Alle, die nicht nähen wollen, die können natürlich hier doppelseitiges Klebeband benutzen oder flüssiges Klebeband, um das Ganze dauerhaft aufzukleben. In meinem Fall ist das halt was anders. Ich weiß, dass ich das nähen möchte. Und da ist es auch nicht schlimm, dass der Kleber jetzt nicht besonders gut ist. Es soll halt einfach nur die Streifen an Ort und Stelle halten. Und dafür reicht eigentlich auch der günstigste Klebestift vollkommen aus. Ich habe viele längere Streifen, aber wie ihr seht, auch kürzere. Die habe ich ja an die Seite getan, weil ich weiß, der Kreis wird nach außen hin wieder schmaler. Und auch die schmaleren oder kürzeren Streifen können dann später noch nützlich sein. Ja, ich weiß, also eigentlich hat jeder von uns so viel Designpapier und Papier allgemein, dass wir wahrscheinlich noch das Ganze unseren Enkelkindern vererben können. Aber ich weiß nicht, ich bin einfach anders aufgewachsen wahrscheinlich und ich schätze die Sachen. Ich habe da Geld für bezahlt und möchte halt bis auf den letzten Zentimeter, bis auf den letzten Streifen auch das Ganze benutzen. Ich habe vor Jahren damit angefangen und habe dann wirklich viele Hintergründe geklebt aus Streifen, aus Quadraten, aus Achtecken. Das macht, Entschuldigung,
Das macht mir persönlich selber Spaß. Ich sehe das auch als kleines Puzzle und es ist immer wieder interessant, wie das Endergebnis aussieht, weil das kann man vorher nicht wirklich planen, außer man nimmt natürlich nur einen großen Streifen Papier und schneidet das dann zurecht. Das ist dann was anderes, aber ich gucke, dass es halt farblich zusammenpasst und wenn man sich auf, wie hier, auf eine Farbe konzentriert und das Muster jetzt nicht zu krass ist, also je feiner das Muster, je kleiner das Muster ist, ist es eigentlich sogar schöner, weil da kann man das auch in so einem feinen Streifen erkennen. Aber wir haben auch viele Papiere, die halt wirklich großflächig sind und da, wenn man da so einen Streifen rausschneidet, kann man hinterher noch nicht mal mehr sagen, was es war. Aber auch für solche Papiere eignet sich halt diese Technik ganz gut. Man kann natürlich auch einfach, wie gesagt, ein großes Stück Papier nehmen und daraus einen Kreis stanzen und da habt ihr halt euren Hintergrund schon fertig. Wenn es schnell gehen muss, mache ich das auch oft so. Wenn ich aber zum Beispiel mehr Zeit einplane und ich meine, diese Karte ist auch in 2 Tagen entstanden. Das heißt, nicht 2 Tage durchgehend habe ich am Schreibtisch gesessen, sondern ich habe dann am Samstag angefangen. Samstagabends habe ich mich hier hingesetzt an den Schreibtisch, habe dann die Videokamera eingeschaltet und einfach drauf losgelegt. Oft weiß ich selber nicht, wie das am Ende aussieht, die Karte. Ich gucke einfach, welche Produkte möchte ich benutzen, welche Produkte habe ich noch nie verwendet. Manchmal sehe ich auch einfach ein Bild oder ein Video, was mich inspiriert. Ich glaube, hier war es vor allem die Kartenform. Die Schaukelkarte habe ich persönlich tatsächlich noch nie gebastelt. Und ich habe das, glaube ich, bei einer Stamping-Up-Beraterin gesehen. Natürlich mit Stamping-Up-Produkten. Ich predige das ja immer wieder. Ihr müsst ja nicht immer das Neueste vom Neuesten haben. Ihr könnt mit dem, was ihr habt, jede Idee auch auf eure Art und Weise umsetzen. Und ich hoffe, dass euch meine Videos auch dazu inspirieren, einfach zu gucken, was habt ihr zu Hause da, was könnt ihr eventuell ersetzen. Vielleicht habt ihr jetzt nicht das Stanz-Schablonenset von Action, vielleicht habt ihr aber von Spellbinders noch irgendwas. Gerade diese, ich sag mal, Basisformen, Kreise oder Kreise mit Wellenkante gibt es in so vielen verschiedenen Versionen und Ausführungen. Ich fand das halt nur super, dass Action jetzt auch mal dran gedacht, so die Basics rauszubringen. Ich habe zum Beispiel auch viele Kreise vorher auch gehabt, aber gerade so die großen, die wirklich eine ganze Karte füllen würden, die habe ich nicht. Da fällt mir gerade ein, ich könnte auch mal schauen, wie groß das am Ende dann geworden ist. Nachdem mein Kreis halt gefüllt war, habe ich mit der Schere die Kanten alle sauber abgeschnitten und mit dem Distress-Stempelkissen dann das Ganze noch eingefärbt, damit es halt einheitlicher wird und man keine weißen Schnittkanten sieht. Hier habt ihr einen Trimmer oder seht ihr einen Trimmer von Tonic Studios. Ich versuche die Hauptkarte in der Mitte zu falzen. Dafür verwende ich das graue Messer, kann man nicht sagen. Das ist ein Prägestiftersatz, wie auch immer. Auf jeden Fall, es schneidet nicht, es prägt. Ich musste natürlich vorher das Ganze ausmessen. Wie groß ist meine Karte? Wo ist die Mitte? Nee, 13,6 ist das ungefähr an der breitesten Stelle. Naja, okay, 13, das ist ein bisschen schwierig zu auszumessen. 13,7. Und hier seht ihr, nach der Prägung habe ich die Schichten schon aufeinander gelegt und es schaukelt schon. Und das ist ja eigentlich so der Sinn der ganzen Karte. Das Ganze habe ich jetzt dann, also jetzt habe ich dann das Designpapier bzw. die Papierstreifen halbiert. Ich muss auch ein Stück wegschneiden, weil durch die Falzung in der Mitte habt ihr eine kleinere Fläche. Wie ihr seht, beim Schneiden sind mir ein paar Streifen abgesprungen. Die habe ich jetzt mit Flüssigkleber nachgeklebt. Das ist halt, weil ich die Streifen quer gelassen habe. Hätte ich die in, wie nennt sich das, horizontal geschnitten, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Aber ich wollte halt, dass die Streifen nicht gerade verlaufen, sondern quer. Jetzt gucke ich, ob das Ganze auch am Ende hinhaut.
klebe dann halt auch schon aufeinander, auch wieder mit Klebestift. Und wie gesagt, das war wirklich meine allererste, ich wollte schon Schüttelkarte sagen, aber das wäre falsch, Schaukelkarte. Meine allererste Schaukelkarte und ich teste mich halt auch selber dabei, inwieweit ich das selber nachbasteln kann. Ich habe mich für das linke Motiv entschieden und bei dem Kreisstanzen-Set sind sogar kleinere Formen dabei und ich fand diesen Rahmen total schön und habe den halt dazu benutzt, um mein Motiv auszustanzen. Auch hier muss ich natürlich erstmal kürzen, weil DIN A4-Blatt durch die Stanz- und Prägemaschine ist schon sehr knapp und ich habe das halt lieber ein bisschen unter Kontrolle. Mit dieser Film ist das nicht, aber mit dem lila Masking Tape oder Malertape, wie auch immer man es bezeichnen mag, vom Action, klebe ich die Stanzschablonen fest, damit halt auch nichts verrutscht beim Stanzen. Für die Mattung habe ich mich dann für einen Rotton entschieden. Das ist jetzt etwas stärkeres. Das ist Fotokarton. Auch wieder ein Reststück, wie ihr seht. Bei mir wird halt alles aufgehoben und nach Farben sortiert, damit ich dann auch, wenn ich was schnell brauche, auch schnell zur Hand habe. Und hier habe ich wieder beiseite getan. Das eignet sich bestimmt noch für ein weiteres. Aus Aquarellpapier habe ich nochmal die große Form, also die größere der beiden, ausgestanzt, weil ich noch nicht genau wusste, wie wird das am Ende aussehen, wenn ich das Motiv befestige, wenn es dann halt auf der Rückseite durchkommt und man auf der Rückseite das nicht sieht, habe ich dann halt gedacht, ich mache vorsichtshalber schon mal Aquarellpapier fertig, damit man die Nähte hinterher nicht sieht, weil ich wollte mein Motiv auf jeden Fall auch nähen. Da mir das halt mit dem Blanko nur Motiv nicht gefallen hat, habe ich dann auch hier wieder ein Standschablonenset vom Action mir rausgeholt und habe dann geguckt, welche Größe denn sich hierfür besonders eignet und habe dann den zweitgrößten Rahmen verwendet. Das ist ein, wie nennt man das? Eine Stanzschablone, mit der ihr zum Beispiel einen Rahmen stanzen könnt oder beziehungsweise ein Fenster. Ihr habt also außenrum eine schöne Stichprägung und auch das Motiv, was ausgestanzt wird, hat eine Nahtkante. Ich benutze das Innere, das Äußere ist für mich in diesem Fall nicht interessant, aber für eine Shakerkarte wäre das auf jeden Fall sehr cool. Habe dann entschieden, ich brauche auch ein zweites. Also nochmal aus Aquarellpapier noch die Form ein zweites Mal gestanzt für die Rückseite. Das wird dann auch später die Fläche sein, auf der ihr quasi draufschreibt, beziehungsweise eure Grüße hinterlasst, weil die Schaukelkarte selber, die könnt ihr unten nicht aufmachen. Nach dem Festkleben geht sie halt nicht mehr auf. Hier habe ich wieder mein Distress-Ink-Kissen rausgeholt und auch mein ausgestanztes Digi-Stempel-Motiv an der Kante entlang braun eingefärbt. Bei der Mattung mache ich das nicht. Habe ich auch beim Designpapier bei der Mattung in Rot nicht gemacht. Klebe das Ganze auch wieder mit Klebestift auf die Mattung. Und da sind wir schon quasi Tag 2. Ich habe in der Zwischenzeit mein Motiv und auch mein Designpapier quasi mit der Nähmaschine genäht. Jetzt ziehe ich die ganzen Fäden nach hinten und klebe sie mit Tesafilm fest. Ich habe auch schon ein bisschen Deko vorgestanzt. Ich habe aus Transparentpapier ein Doily in Herzform gestanzt und ich habe Herzpfeile von Action. Die habe ich dann mehrmals gekurbelt und aufeinander geklebt. Auch das wollte ich euch eigentlich ersparen und das habe ich halt nicht vor der Kamera gemacht. Hier ziehe ich die Fäden auch vom Designpapier auf die Rückseite, klebe sie fest und zwar jeweils so, dass meine Prägekante keinen Klebefilm abbekommt, weil das hinterher schwierig wird mit dem Aufkleben. Gucke, welche Seite jetzt die richtige ist, damit der Abstand halbwegs einheitlich ist.
Da sind die Pfeile, von denen ich euch erzählt habe. Hier habe ich noch ein kleines weiteres Stanzelement. Das sind ganz, ganz viele kleine Herzchen, die dann eine Art Raster bilden. Ich habe mich entschieden, bevor ich dann meine Karte weitermache, dass ich tatsächlich koloriere, weil ich weiß ja schon, welche Farben ich brauche. Meine Papierstreifen sind alle rot. Hole ich euch ein bisschen näher dran. Ich verwende wie immer meinen Wassertankpinsel. Ich habe meine Aquarellstifte rausgekramt und einen ganz feinen Pinsel und ein bisschen Wasser, was jetzt nicht im Bild zu sehen war, für den Pinsel. Mit einem Lineal habe ich gerade meinen Horizont quasi aufgezeichnet. Und von da nach oben möchte ich den Hintergrund in rosa. Deswegen nehme ich die Farbe direkt mit dem Wassertankpinsel vom Stift, von der Stiftspitze, löse also die Pigmente an und übertrage dann die Farbe auf mein Motiv und verwische dann mit dem Wasser, was im Pinsel schon drin ist, das Ganze nach außen. Das heißt, ihr habt am Motiv selber die konzentriertere, stärkere, pigmentiertere Farbe und nach außen hin wird es heller. Ich fange überwiegend mit dem Hintergrund an und bei meinen digitalen Stempeln, die ich nun mal auf Karteikarte bzw. relativ glattes, unstrukturiertes Papier ausdrucke, benutze ich halt lieber Aquarellpapier, sage ich schon, Aquarellstifte, anstatt meine Distress-Reinker. Mit den Distress-Reinkern muss ich tatsächlich mit mehr Wasser arbeiten. Und es neigt sich dazu, dass mein Papier, zumindest das, was ich zurzeit benutze, dabei so ein bisschen aufraut und kaputt geht. Und das kann ich halt vermeiden, indem ich jetzt auf Aquarellstifte zurückgreife. Mit den Aquarellstiften habe ich mehr oder weniger auch angefangen zu kolorieren. Das ist so das Medium, was mir wirklich am leichtesten fällt. Ich habe hier auch wieder ein Stück Taschentuch dazugelegt, um den Pinsel zwischen den Farben sauber zu machen. Hab mit Braun so ein bisschen Schattierung unter dem Mädchen gesetzt, als Schatten, auch um die Herzchen herum. Mit einem hellbraunen Ton fange ich an, die Hautfarbe im dunkelsten Bereich anzudeuten. Das heißt, es ist eigentlich also ein hellbrauner Ton. Der ist jetzt nicht wirklich sehr stark, aber so kann ich schon so ein bisschen das Motiv formen oder mich halt auf eine Lichtquelle einigen, kommt das Licht von links, kommt das Licht von rechts. Meistens ist das so, wie in dem Fall, dass ich da so eher rechts in Schatten setze. Das heißt, alles, was auf die rechte Seite fällt, quasi bekommt einen Schatten oder die dunkleren Stellen. Mit einem, ich sag mal, normalen, fleischfarbenen oder hautfarbenen Stift fahr ich jetzt die Flächen nach, wo quasi wirklich die Hautfarbe sitzen soll und gehe so ein bisschen auch wieder ins Braune rein. Hier habe ich einen roten Stift mir ausgesucht und versuche jetzt meine roten Flächen auszumalen. Ich mache das ja immer in mehreren Schichten, das heißt, das ist jetzt so der erste Farbauftrag. Das heißt, wir malen uns die Flächen zurecht in Farben, wenn man es so genau nimmt. Je nachdem, welcher Farbton das ist, kann ich durchaus auch wie hier schon ein bisschen stärker und kräftiger die Farbe nachziehen. Und zum letzten, also der letzte Schritt bei mir ist eigentlich immer dann das Ganze ja, mit Licht und Schatten stärker auszuarbeiten, also eher den Schatten zu betonen. Je nachdem, welche Farbe das ist, gehe ich dann halt mit Grau, Braun und Schwarz rein. Schwarz ist eigentlich so immer die letzte Farbe, die ich habe. Bei dem Mädchen habe ich mich entschieden, die Haare in Braun zu gestalten, habe dann halt mit einem etwas dunkleren Braun angefangen und setze auch da erstmal sozusagen die dunkleren Flächen fest. Also die Highlights bei mir werden ja nicht später mit einem Stift nachgemalt oder sonst was. Die Highlights bei mir sind die Flächen, die ich einfach weiß lasse. Das heißt, ich arbeite mich sozusagen durch von dunkel nach hell. Und die hellste Stelle ist da, wo gar keine Farbe quasi das Motiv berührt. Das bleibt tatsächlich weiß. Das kann ich mit den Aquarellstiften ganz gut kontrollieren. Bei Alkoholmarkern zum Beispiel fällt mir das sehr, sehr schwer. Aber auch da versuche ich dann halt tatsächlich weiße Stellen zu lassen. Das ist einfach meins. Ich
mache das schon seit Jahren, das gefällt mir so. Ihr könnt das natürlich auch anders machen. Ich finde, es wirkt einfach plastischer durch den Kontrast. Und wenn der Kontrast am stärksten ist, wie weiß und schwarz, ist das halt alles plastischer, dreidimensionaler und sieht einfach für mein Auge zumindest ansprechender aus. Hier seht ihr schon, dass ich mit Grau rangehe, aber jetzt im Moment ist das Grau einfach nur Schatten in den weißen Flächen. Alles, was weiß ist, müsst ihr halt irgendwie anders schattieren. Das heißt, müsst mit Grau, mit einem Blau, mit einem Lila, je nachdem, was jetzt farblich passt, ein bisschen den Schatten andeuten. Also kein, ich meine, das müsst ihr auch so ein bisschen im wahren Leben beobachten, kein weißes T-Shirt ist nur weiß. Es würde ja strahlen, wenn es nur weiß wäre. Es wirft Falten, es wirft Schatten und genauso versucht ihr das halt auch beim Kolorieren ein bisschen nachzuempfinden. Hier habe ich schon den ganz feinen Pinsel mir rausgenommen und habe dann die Pigmente mit Wasser auf dem Stift angelöst und versuche dann halt jetzt so die Linien, feinen Linien im Haar nachzuempfinden. Das ist gar nicht so einfach. Mein Wassertankpinsel ist schon die kleinste Größe. Aber diese ganz, ganz feinen Linien kriege ich damit einfach nicht mehr hin. Und ich habe mir tatsächlich jetzt Pinsel bei AliExpress gekauft. Ganz, ganz feine Pinsel. Die sind, ich glaube, das war eine Doppel-Null. Ja, genau, das ist ein Doppel-Null-Pinsel. So feine Pinsel habe ich tatsächlich noch nicht mal im Markt oder Supermarkt oder beziehungsweise Künstlermarkt gesehen, beziehungsweise ich hatte mal welche von da gehabt. Die haben halt irgendwann ausgefranst und die sind nach Jahren einfach nicht mehr zu gebrauchen. Und da ich halt ein großer AliExpress-Fan bin, bestelle ich halt meine Sachen tatsächlich auch da. Dazu auch hier dieser Pinsel und auch meine Aufbewahrung für die Stifte, für die Aquarellstifte. Da passen 120, 160, ich weiß nicht, wie viele Stifte rein. Sowas findet man auf dem deutschen Markt gar nicht. Und ja, es muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er da bestellen möchte oder nicht. Es ist ja immer so eine große Diskussion wegen Plagiaten und ähnlichem. Sowas, was ich hier nicht kaufen kann oder wo ich dann extra irgendwo hinfahren muss in eine große Stadt, zu einem Fachhandel oder online bestellen muss, wegen einem Pinsel lohnt sich für mich die Bestellung nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt welche da und ich bin damit auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal benutzt. Und die haben halt eine dicke Fingerfläche, wie ihr seht, aber der Pinsel selber, der ist wirklich hauchdünn. Hier gehe ich ja schon mit dem Grau wieder und schattiere kräftiger. Das heißt, das, was ich vorher weiß hatte und schon angedeutet hatte, habe ich mit einem helleren Grauton angefangen. Und jetzt werde ich, sage ich mal, mutiger. Und mache dann den Schatten halt stärker. Auch hier benutze ich den feinen Pinsel, weil das einfach bei dem kleinen Motiv, ich habe ja euch gesagt, wie klein die Karte ist, das Motiv selber ist auch winzig. Wenn man wirklich das bloße Motiv ansieht, das ist 6,5 mal 3,5 cm. Das kann man halt mit Digi-Stempeln super hinbekommen. Ihr könnt die so groß ziehen, wie ihr braucht. Ihr könnt die aber auch halt verkleinern. Das ist der Vorteil von einem Digi-Stempel. Das heißt, ihr habt ein digitales Bild und ihr könnt das nach euren Wünschen, euren, ja, Vorlieben umgestalten in der Größe. Bei einem festen Stempel aus Gummi oder aus Polymer könnt ihr das halt nicht. Ihr habt eine Größe, vielleicht auch mal zwei, weil manche Hersteller haben dazugelernt und die bieten oft Platten an, wo man dasselbe Motiv einmal in groß und einmal in klein hat. Aber das war es dann auch schon, da seid ihr schon eingeschränkt. Ich würde sagen, ich bin schon mit dem Schwarz da dran. Zumindest sieht das so aus, weil die Flächen, seht ihr jetzt, die leuchten richtig, die Farben. Dadurch, dass ich mit Schwarz die dunkelsten Bereiche, die schattigsten Bereiche hervorhebe. Auch da versuche ich sehr fein zu gehen und Schwarz ist halt so eine Farbe, wenn ihr sie auftragt und ihr wollt sie dann an der Stelle nicht haben, kriegt ihr es nicht mehr weg. Da müsst ihr wirklich vorsichtig mitarbeiten. Das ist bei Schwarz und bei Rot ganz extrem.
Deswegen ist auch hier der feine Pinsel wirklich sehr, sehr hilfreich, weil damit kann ich die kleinsten Flächen auch treffen. Mit dem Wassertankpinsel könnte ich das tatsächlich nicht mehr. Früher habe ich das irgendwie hinbekommen. Da waren auch die Motive, ich sag mal, überwiegend größer bei mir. Ich habe aber dazu gelernt, dass ich halt wirklich Fläche brauche, um zu gestalten, um meinen Hintergrund hervorzuheben, damit man auch was von dem Hintergrund noch erkennt. Früher waren meine Karten so vollgeklatscht, dass man von dem Hintergrund, egal wie viel Mühe ich mir damit gegeben habe, gar nicht erkannt hat. Inzwischen setze ich halt eher auf kleinere Motive, zumindest bei Digi-Stempeln, aber auch bei Gummistempeln ist es tatsächlich so, dass ich eher die kleineren Motive bevorzuge, weil ich dann mehr Fläche drumherum habe. Oder ich kann aus mehreren Motiven eine Szene bauen. Mit so ganz großen Motiven arbeite ich tatsächlich eher im Planer oder auf Schachteln, aber wirklich auf Kartegröße, wo ich da inzwischen auch kleiner geworden bin, müssen halt die Motive auch sich anpassen. Hier wird alles nochmal sauber gemacht, die Pinsel und natürlich die Arbeitsfläche. Und wir gehen quasi zurück auf die Grundkarte. Hier probiere ich nochmal, ob ich das richtig habe. Ich habe mir dann gedacht, mein Gott, was ist das denn? Passt das denn? Passt das nicht? Und habe mir gedacht, du bist ja auch manchmal doof, du könntest dir selber behelfen und habe einfach mit einem Bleistift mir ein X gesetzt, um zu markieren, welche Fläche mit welcher sich verbindet. Wird man hinterher ja gar nicht erkennen können. Ich habe hier großzügig mit doppelseitigem Klebeband die Flächen schon mal ausgekleidet, ziehe die Trägerfolie ab und mit dem Tiki-Glue vom Action, den ich ja in diese feine Flasche umgefüllt habe, fülle ich halt die Fläche aus. Das heißt, auch da, wo mein doppelseitiges Klebeband schon sitzt, gehe ich mit Kleber drüber und durch die feine Spitze kann ich halt wirklich sehr fein dosieren. Und die ist so schön klein, lässt sich super leicht handhaben und quetschen. Das tut auch nicht in der Hand weh. Bei der großen Flasche, da kommt mir meistens einfach viel zu viel Kleber auf einmal raus, mit dem ich eigentlich nicht arbeiten möchte. Ich habe hier mein Garn gesucht. Ich hatte eigentlich Häkelgarn nehmen wollen, aber ich hatte auch hier so eine Spule von Stamping Up. Das war in irgendeinem Kit mit drin. Ich hatte von einer lieben Freundin so ein paar Sachen geschenkt bekommen, weil sie umgezogen sind und die brauchte das nicht mehr. Viele Sachen gibt es halt auch nicht mehr zu kaufen direkt. Das ist wirklich was Altes. Aber das Garn ist meinem Häkelgarn sehr ähnlich. Also sehr dünn. Das ist, denke ich mal, unter einem Millimeter. Und ich habe das einfach um die untere Fläche ge gewickelt und mit dem Knoten das Ganze verschlossen. Das heißt, ihr habt keine Klebebandreste. Ihr könnt das direkt drumrum wickeln und durch die Wellenkante konnte ich dann tatsächlich auch sogar noch besser das Band festhalten an Ort und Stelle. Die halb abgerundete Aquarellpapierfläche habe ich unten mit Kleber versehen und habe die untere Fläche dann jetzt auf die Karte selber aufgeklebt, etwas nach rechts, also nicht mittig, weil es mir einfach besser gefallen hat. Für die Rückseite kann ich tatsächlich den Kleber großzügig verteilen. Das ist auch wieder erst doppelseitiges Klebeband. Dann flüssiges Klebeband. Hier habt ihr nochmal die Stanzschablone im Bild. Und klebe das wirklich gegen das andere Stück. Richte das noch so ein bisschen aus. Das ist ja auch das Schöne bei Flüssigkleber. Ihr habt noch ein bisschen Spielraum, Zeit. Und wenn der Kleber wirklich sitzt, dann hält er auch. Das Ganze natürlich wieder mit meinem Glasherz befestigt, beziehungsweise beschwert, damit der Kleber schön sitzen kann. Ich habe ja für fast alle meine Reste irgendwelche Aufbewahrungskisten, Boxen und sonst was. Hier habt ihr ja jetzt gerade gesehen, ich habe so eine für, ich sag mal, recycelte Sachen oder Sachen, die ich aus alten Büchern, die Seite zum Beispiel, dann irgendeine Verpackung war das, wo ich die Wellpappe von weg habe und ja, wie auch immer. Das habe ich erstmal mit rausgeholt, weil ich gedacht habe, ich nehme das. Habe jetzt mein Aquarellpapier gegen das Motiv geklebt. Einerseits, um das Ganze fester zu machen, damit das Motiv halt nicht so platt ist. Habe jetzt auch ein Stück Pappe zurechtgeschnitten. Auch das klebe ich auf die Rückseite, um einerseits die Höhe zu haben. Das könnt ihr natürlich auch mit doppelseitigem Schaumklebeband machen, aber das ist mir
oft nicht stabil genug. Mit Pappe komme ich besser zurecht, weil das hält die Form. Es verbiegt sich nicht mehr und habe halt angefangen, schon mal zu schichten. Das heißt, ich klebe mit Tesafilm meine gerissenen, geschnittenen kleinen Elemente. Da habt ihr gesehen, ich habe ein Stück Transparentpapier, danach die Hälfte von diesem Herzchenraster. Dann kommt dann das gestanzte Transparentpapierherz, auch nur die Hälfte davon. Also ihr werdet ja die andere Hälfte eh nicht sehen, also könnt ihr es auch zerschneiden. Da habt ihr doppelt so viel von, beziehungsweise ihr könnt das auf der rechten Seite wiederholen und habt halt das gleiche Material wiederholend. Und das ist auch angenehmer fürs Auge, wenn etwas nicht nur einmal da ist, sondern es sich halt in irgendeiner Form widerspiegelt. Und so mache ich das eigentlich ziemlich immer. Das ist so mein, sage ich mal, Mixed Media Touch. Wenn ich zufrieden bin, wie jetzt in dem Fall, kommt wieder doppelseitiges Klebeband und Flüssigkleber. Und dann versuche ich das Ganze so zu drapieren, dass das auch gerade ist, halbwegs, wieder mit Glas befestigen. Ich habe sogar hier wirklich doppelte Menge an Glas aufeinander gestapelt, weil Glas ist wirklich schwer. Das quetscht richtig in Form und verbindet dann die Papierschichten. Ich habe mich entschieden, einen kleinen Spruch zu benutzen. Dafür habe ich ein altes Stamping Up Stempelset verwendet und wie ihr seht, auch weiße Papierstreifen habe ich en masse und dafür eignet sich das eigentlich auch ganz gut, weil ihr braucht ja wirklich nur einen kleinen Fitzel. Dann braucht ihr ja keinen großen A5 oder A4 Bogen für anschneiden. Da reicht wirklich so ein Streifen. Das ist jetzt ein Clear Stamp, also wahrscheinlich Polymer. Ich denke, dadurch, dass die anderen Stempel, die schon verwendet sind, so rosa schimmern, müsste es Polymer sein. Ich habe mit meinem Alcavil Ink, ich glaube, da war ich mit Espresso dran. Genau, das war ein Braun. Ich habe mich ein bisschen abgemüht. Irgendwie wollte das nicht so ganz. Ich habe das dann gedreht, habe das nochmal versucht und ja, ich hatte wirklich Schwierigkeiten, einen sauberen Abdruck zu bekommen. Es lag vielleicht an mir, es lag vielleicht an dem Papier, das Stempelkissen selber, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich es nicht aufgegeben. Ich habe dann einmal umgedreht den Papierstreifen, weil Papier hat auch zwei Seiten und das ist ein altes Stück Aquarellpapier definitiv. Und ja, beim vierten Anlauf hat es dann tatsächlich so weit geklappt, dass ich gesagt habe, damit bin ich zufrieden, ich nehme es. Ich sag mal so, Polymerstempel stempeln tatsächlich gut, aber wenn ihr sowas wie jetzt hier feine Linien habt und ihr wollt sie auch fein stempeln, müsst ihr euren Druck anpassen. Drückt ihr zu fest, quetscht sich die Farbe vom Stempel weg und dann habt ihr dann halt wirklich dicke Streifen, beziehungsweise anstatt filigranes Ich liebe dich, habt ihr dann halt ein zerdrücktes. Und das gefällt mir persönlich nicht. Deswegen habe ich halt hier wirklich etwas öfter ansetzen müssen, bis ich zufrieden war, weil es muss mir gefallen. Es geht nicht darum, dass ich schnell, schnell was fertig kriege, sondern es muss auch irgendwie gut aussehen. Ich habe von Gina K. Design Labelstanzschablonen. Die benutze ich super gerne. Die bleiben tatsächlich bei mir auch auf dem Schreibtisch liegen, weil die ständig zum Einsatz kommen. Ich habe jetzt das hübsche Ich liebe dich ausgestanzt und mit derselben Stanzschablone stanze ich mir halt noch weitere drei Schichten. Ich glaube, zwei habe ich jetzt noch aus demselben Streifen rausgekriegt. Das ist auch egal, ob da was jetzt gestempelt ist oder sowas. Ihr klebt das aufeinander, das sieht kein Mensch mehr. Und ich habe dann noch ein weiteres Reststück genommen. Da habe ich dann die letzte dritte Schicht ausgestanzt. Das, was so zu klein ist, schmeiße ich weg und den Rest behalte ich fürs nächste Mal, weil manchmal braucht ihr wirklich nur ganz, ganz feine kleine Stanzelemente und da eignet sich das Restpapier super für. Jetzt heißt es eigentlich nur noch aufeinander kleben. Ich habe geguckt, dass ich dann den richtigen Spruch oben drauf habe und habe dann einfach darunter geschichtet. Wieder mit Flüssigkleber das Ganze. Die Form ist sehr klein, deswegen eignet sich hier Flüssigkleber besser, weil mein doppelseitiges Klebeband ist schon wesentlich dicker. Das würde ja gar nicht drauf passen. Da müsste ich ja schon wieder mit der Schere hantieren. Da geht es mit Flüssigkleber doch tatsächlich viel einfacher. Wie ihr seht, sie schaukelt schon. Jetzt geht es eigentlich nur noch an den Feinschliff. Also mein Motiv
ist ja schon drauf. Bisschen Deko in Form von Band ist schon drauf und ein bisschen Papier. Und dann habe ich mich entschieden, die vorbereiteten Pfeile auf jeden Fall mit drauf zu kleben. Und es finden tatsächlich alle drei einen Platz auf meiner Karte. Da das Motiv etwas erhöht ist, gleiche ich das Ganze auf der linken Seite vom Spruch mit einem Stück Pappe aus. Es muss ja auch halt gleiche Ebene haben. Es kann, also damit es auf dem Motiv drüber klebt und auf der Karte auch Platz hat, müsst ihr halt das Ganze angleichen. Jetzt teste ich, wie ich den zweiten Pfeil noch mit aufklebe. Habe mich dann am Ende entschieden, den Pfeil über dem Spruch zu setzen. Ursprünglich wollte ich es drunter haben. Aber es passte halt in dem, nachdem der Spruch saß, so rum besser. Und es ist auch nicht schlecht, eure vorherigen Ideen umzudenken bzw. abzuwandeln, damit das am Ende halt auch gut aussieht oder allgemein zu dem Projekt passt. Ich dachte mir, okay, dann habe ich noch einen Pfeil über, kommt er auf die Rückseite. Habe dann noch ein Stück Wellpappe und Transparentpapier und, wie ihr gerade gesehen habt, auch Nähgarn, was ich einfach um die Finger gewickelt habe, so eine Schlaufe mit auf meine Karte gelegt. Die wird jetzt durch den Pfeil befestigt und festgeklebt. Das heißt, da müsst ihr auch noch nicht mehr mit Kleber hantieren. Der Kleber vom Pfeil hält das schon. Ich habe Pailletten, beziehungsweise eigentlich ist das Konfetti, weil die haben kein Loch in der Mitte. Ich sage Paillette dazu, weil es einfach diese Form von der Paillette hat, nur das Loch nicht. Ich habe den transparent. Und ich habe hier Herzchen mit Glitzerpartikeln. Die sind so ein bisschen, wie soll man sagen, ich denke mal, es ist eine Art Kunststoff. Da habe ich mal eben umgeschmissen. Die habe ich genauso wie die Konfetti bei AliExpress gekauft. Auch den Tool, den ich da jetzt zum Befestigen benutze, ist von Ali, genauso wie die Schmucksteine. Sowas könnt ihr ohne Probleme da bestellen und zahlt wirklich nur noch einen Bruchteil. Die Schmucksteine haben keinen Kleber. Mein Gott, ist nicht schlimm. Lose können mit ein bisschen Flüssigkleber befestigt werden. Ich habe erst die Rückseite gestaltet, damit ich mich halt orientiere, was nehme ich. Ich habe mich dann für 2 mm rote Schmucksteine entschieden, die Pailletten und die Herzchen. Und wiederhole halt die gleichen Elemente auch wieder auf der Front. Da kann ich ein bisschen mehr aufkleben, beziehungsweise das Herz, was ich benutze, ist größer oder eins davon ist größer, weil ich glaube nicht, dass jemand die Rückseite sich dahin stellt. Die meisten werden sich die Karte so hinstellen, dass man die Front sieht. Auch die dreieckigen Schälchen übrigens sind auch von Ali. Soll übrigens keine Werbung dafür sein. Wir sind schon mit dem Video durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal etwas andere Kartenformen zu sehen. Allgemein Karte basteln. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.